Hoher Besuch beim Kicker und eine echte Premiere für Wolfgang Niersbach. Noch nie zuvor besuchte ein DFB-Präsident die Redaktion des Kicker Sportmagazins. Seit einem Jahr ist Niersbach nun im Amt. Zeit für eine erste Bilanz. Highlights gab es einige, aber auch die Enttäuschung. Das liegt ja oft nah beieinander. Auch ich habe natürlich die Hoffnung gehabt, dass wir in der Ukraine, in Kiew, das Endspiel hätten bestreiten können. Das ist nicht gelungen. Ja, und dann gab es für mich auch etwas total Neues. Das war dieses Erlebnis beim 4:4 gegen Schweden, dass du 4:0 führst. Und da fühlt man sich als Präsident auch ein Stück größer. Und in der Halbzeit sagte der Altkanzler Gerhard Schröder zu mir: Mensch, Niersbach, das ist ja großartig. Ja, es hat der neue Präsident auch was mit zu tun. Nach dem Spiel hat er mich dann wieder gefragt. Und ja, dann. Aber die Dinge gehören ja zum Fußball und das bin ich seit vielen Jahren gewohnt. 5 Jahre DFB-Generalsekretär, dann an die Spitze des Verbandes, dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel die zur Bewerbung für die Europameisterschaft 2020. Ganz sicher werden wir uns bewerben und meine Prognose steht auch, dass wir am Ende eine von den 13 Städten sein, präsentieren können, ein Land sein werden, wo diese Euro 2020 stattfinden wird. Wahrscheinlich bereiten wir die Bewerbungen für beide Optionen auf und das läuft jetzt bis September und müssen dann im Präsidium entscheiden, reichen wir beide Bewerbungen ein, also Paket A, 3x Vorrunde und ein K.O.-Spiel oder die Finalserie. Das ist ein Abwägen, es ist offen, aber nochmals, ich neige dazu, wir neigen dazu, beide Eisen im Feuer zu halten. 2 Jahre später, 2022, steht die WM in Katar auf dem Plan und die ist umstritten. Aufgrund der extremen sommerlichen Temperaturen am Persischen Golf soll das Turnier in den Januar verlegt werden. Ich gehöre zu denjenigen, die auch klar sagen, dass man im Prinzip im Sommer da nicht Fußball spielen kann. Auf der anderen Seite haben wir eigene Erfahrungen aus dem Januar beispielsweise, wo wir ein Trainingscamp mit unseren Juniorenmannschaften auch in Doha hatten. Das sind perfekte Bedingungen. 20, 25 Grad, da kann gespielt werden. Noch dringender als das Thema Anstoßzeiten 2022 ist die Frage, wie lange Joachim Löw dem DFB noch als Bundestrainer zur Verfügung steht. Niersbach sieht die Frage völlig entspannt. Da sind wir in guten Gesprächen und werden zum richtigen Zeitpunkt Positionen beziehen. Wir wissen, was wir aneinander haben. Jogi Löw ist ein erstklassiger Trainer und umgekehrt glaube ich auch, dass Jogi Löw sagt, dass der DFB ein erstklassiger Arbeitgeber ist.